Hallo, hallo, hallo. Alter, ich fahre. Hier ist wieder Schoki Banoki on the road. Wir sind unterwegs. Ins Unglück. Ins Unglück. Ja. In den Straßengraben. Weil ich den Pujan ins Ohr schrei. Macht so richtig Spaß. Gävle. Wir sind auf dem Weg nach Gävle. Ich dachte, das heißt Gävle. 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 Uns wurde gestern Abend erzählt, dass Gävle so viel wie Fuck heißt im Schwedischen. Ja. Und da fahren wir jetzt hin. Ja. Genau. Da fahren wir jetzt hin. Genau. Deswegen fahren wir jetzt dahin, genau. Ja, ich bin auch gespannt. Also es hieß, da sind sehr viele Gävlaner und Gävletten. Die haben immer diese Gävletten an. Ne? Ja, die haben die Gävletten an, ja. Das sind doch die halbhohen Gävlavos. Gävlavos. Die darf man aber, glaube ich, nicht füttern, ne? Nee, ist was anderes. Ich bin gespannt, wie das da bei den Gävles so aussieht. Ja, ja. Und das Gute an Gävle ist ja auch, da ist ja auch Wasser in der Nähe, das nach Fisch riecht. Ja, also... Ja. Es war ja in Stockholm auch so. Ja. Aber da war weniger Wasser. Aber da waren halt Beine drumherum. Boah, Sascha, bitte. Also bitte. Fahr uns jetzt bitte mutwillig in den Straßengraben, Bujan. Wieso diese Wasser Sendung mit aufhören. Beinen drumherum? Oh, Herrscher. Naja, ist ja auch egal. Okay. Ja. Ja. Also wir sind auf jeden Fall in Schweden. Und in Schweden haben wir ja auch ein bisschen Schwedisch gelernt. Ja. Was kannst du auf Schwedisch? Smörgåsgröt. Was? Hi. Hey, sagen die immer bei. Hey, Taxi Mücket, hey do. Taxi Mücke, was? Hey do. Hey do. Hey do. Was heißt hey do? Hey do heißt auf Wiedersehen. Hey do heißt auf Wiedersehen. Hey heißt Hallo und hey do heißt auf Wiedersehen. Und hey yo do bo? Und. Hey yo. Das heißt hey du Junge. Hey du Junge, auf Wiedersehen, schönen Gruß zu Hause und vergiss nicht Milch zu kaufen. Genau, Taxi Mücket. Genau, also wir sind total kosmopolit unterwegs. Ja. Können wir noch irgendwas anderes auf Schwedisch? Nee. Ikea. Was? Ikea. Ach. Und Schöttbühler. Was ist Schöttbühler? Köttbühler. Also. Fleischklumpe. Fleischklumpe? Fleischklumpe? Was heißt denn eigentlich Bier? Öl. Öl. Bier heißt Öl. Und Fika, was war Fika noch? Fika war die kleine Kaffeepause. Fika ist eine Kaffeepause. Ja. Oh mein Gott, mehr brauche ich auch nicht an Zeit. Also mehr haben wir. Also was ist Masafika? Das ist eine kleine Pause mit für Menschen. Werdende Mütter. Eine kleine Pause mit Müttern. Genau. Also wenn man sagt, das ist ja eine Masafika hier. Ja. Dann ist das kein weibliches Haus auf Mallorca. Nein. Nee, nicht eine Finca. Das wäre die Masafinka. Masafinka. Davor steht dann der Maserati. Oh. Jetzt wird's richtig. Jetzt wird's richtig flach. Wie war das eben, was du gesagt hast mit dem DJ? Ich habe bei einem DJ angerufen und er hat direkt aufgelegt. Ja. Dann hast du bei den Weight Watchers aufgerufen, die haben aber nicht abgenommen. Genau. Und dann bei Spider-Man angerufen, der hat aber kein Netz. Ja. Jemand dreht und blendet. Genau. Ja. So, diese ich glaub, Zeit ist verschwendet. Das war Schoki Banoki. Oh Mann, das war ja super. On the road. Oh. Nein! Warum Schoki Banoki so? Unterwegs in Warum Schweden. Warum schreit der immer so? Auf dem Weg, auf dem Weg nach Gävle. Gävle geschrieben. Wusstet ihr eigentlich, dass du Saschas hasst, unterbrochen zu werden? Boah, kann überhaupt nicht leiden. Krass. Kann überhaupt nicht leiden. Kann ich gar nicht leiden. So. Unterbrochen. Unterbrochen. So. Ja. Cheerio, Miss Sophie. Gute. Tschö. Macht's gut.